Ja, hallo, Servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück. Wir verstecken uns beim Duke. Und man kann die Schritte draußen hören. Unsere fast Schwiegermama ins B ist ziemlich sauer auf uns. Weil wir halt ihre drei Töchter, naja, nicht ganz so gut behandelt haben wie sie uns. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben sie genauso gut behandelt wie sie uns. Solche, ja, schwierigen Personen. So, letzte Maske einsetzen. Oh, ich bin ziemlich... Heilmittel hat er ja keines mehr gehabt. Scheibenkleister. Was machen wir jetzt? Finde da vier Engelantlitz und du wirst errettet. Ja, er rettet mich. Er rettet mich, da kommt aus die Alte. Dir mache ich erstklassigen Wein. Ja. Nicht, wenn ich bei meinem Kumpel der Duke bin. Hast du kein Heilmittel mehr? Soll oder so? Ich etwas für dich auswählen? Oder Schrott oder so, wäre cool. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Ich weiß es nicht, ob ich das überlebe. So, wir lassen die jetzt mal da hochwandern. Da ist offen. Da ist offen. Schrott. Zeug. Moment, Schrott und Zeug, wir können nichts craften. Nichts, niente, nada. Wobei, Chemikalie fehlt uns, dann könnten wir noch ein Heilmittel machen. Ich bin ziemlich kaputt. Vielleicht finden wir ja noch was. Wir haben ja gerade erst gespeichert. Chemikalie! So. Oder Shotgun. Ich weiß es nicht. Ich meine, einmal heilen müssen wir uns. Ich würde mich mit drei Heilmitteln sicher... Wobei, ich habe gespeichert. Wir nehmen das, heilen uns jetzt mal. Bisher so viel haben wir ja nicht benötigt. Das war ja nur, weil sie uns irgendwie blöd erwischt hat. Pistolenmunition. Kann man nie genug davon haben. Okay, so viel zum Thema, wir kommen raus aus dem Schloss. Haben wir irgendwie nicht ganz geschafft, hä? Naja, solange uns die nicht nachkommt, ist okay. Was haben wir da? Ihr Schlafgemach. Nice. Alles ruiniert! Jetzt ist es so. Nicht. Jetzt verlieren wir den Stolch. Der hat aber cool ausgeschaut. Und der hat sie verletzt. Scheiße. Okay, jetzt ist sie richtig pissed. Wow. Okay. Fleischknochen! Ich verschwinde! Mit Autofahren! Das sieht schon mehr nach Umbrella-Produkt aus. Wie viel Munition haben wir denn? Viel zu wenig, glaube ich. Kann auch nichts tun, außer hin und her schauen. Ah, jetzt! Okay, da kann ich nicht hinlaufen. Ich will dich leiden sehen, ja, das ist wahrscheinlich nicht schwer. Ich gehe da nicht raus. Ich höre sie aber auch nur ganz. Okay. Boss Arena.
Da ist sie. Wow, wow, wow. Ist das ein Ruf? Sollen wir mal hinter ihr bleiben? Laufen wir hinten nach. Okay, hinten nachlaufen. Scheiße. Weg, 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 weg. Nein, wirst du nicht. Ich hab dich hier lieb. Ja, hilft nichts. Wir machen den Schuss. Kann ich die überhaupt verletzen? Lauf nur! Ich finde dich überall! Wow. Flammenwerfer wäre geil. Ich hab keine Reue. Ich hab noch ein paar Kugeln für dich hier. Oh, irgendwie wirkt das gerade komplett verzögert. Scheiße. Geh mal nicht, Deko. Wow! Oh no. Oh no. Mein Dach über dem Kopf ist weg. Wo ist sie jetzt? Ich glaube, wir laufen hier nach. Oder ist sie hinter uns? Ich traue mich nicht umdrehen. Vielleicht sollte ich da sein. Scheiße, die ist hinter uns. Ich weiß es ja nicht, wo die auftaucht. Ist sie das? Autsch. Autsch. Verpisst euch. Nicht Viecher. Oh. Nein. Mein Blut. Hängt. Jetzt muss ich nachladen. Es ist so ein Gag. Jetzt war es so richtig schön. F-Tab-Schussliste. Lauf, lauf. Okay, wir haben nur noch 5 Scheibenkleister. Schuss. Was ist denn? So, wir können sie besiegen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Da ist sie. Hübsch. Okay, wir gehen in Deckung. Ha! No! Scheibengeister! Ich hab nichts mehr. Ich
brauche Blut! Mehr! Mehr Blut! Ja, wie er halt komplett aus der Bahn geworfen wird, wenn die da aufschlägt. Wohin auch immer, aber lauf. Du kannst nirgendwo hin, Ethan. Ich brauche keine Pistolenmunition. Ich brauche irgendwas mit Wumms. Zeig mir deine Angst. Endlich. Habe ich nicht vor. Ich weiß nicht, wo ich hin kann, soll, muss. Kann mich da nicht bewegen, Alter. Schaut gut aus? Nein, schaut schlecht aus. Dann stirbt die endlich. Es ist zu spät. Du siehst deine Haut nie wieder. Was dir bleibt, es wird. Ich glaube, wir haben's. Verflucht seist du. Alter. Yes. Hui. Kristalline Liebe. Ah. Viel Spaß in der Hölle. Alter, nichts mehr übrig. Naja, wenigstens noch ein paar Pistolenschuss. Aber das war schon irgendwie so Umbrella-Modell. Ich bin ja gespannt, wie sie den Bogen spannen zwischen eigentlich Vampiren und Werwölfen und Umbrella. Gesundheitlich... Boah, wir haben ein Heilmittel. Ansonsten fast alles weggeballert. Das war richtig hardcore. Was ist das? Ich komme hier wohl endlich raus. Dreckiges Glasgefäß. So, aber jetzt mache ich nicht den Fehler und untersuche es gleich mal. Wir können nichts craften. Hm. Eve Nummer 3. Naja, da haben wir ja schon eine Connection zu Umbrella. Was war in Resident Evil 7? War das Eve? Ich meine, es war Eve, ein Eve-Virus, aber welche Nummer? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ist auch schon lange her. Na gut. Das Haus Dimitrescu ist nicht mehr. Yay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ah, wir können jetzt wieder zurück ins Dorf. Wollen wir zurück ins Dorf? Ich weiß nicht, speichern wäre geil. Rose. Nach Rose suchen, ja, da haben wir eine Brücke. Oh, bitte Leute, ich brauche einen Speicherstand. Ich würde mich wohl erfüllen. Vor allem, wenn uns der Rechner jetzt wieder abkackt, muss ich glaube ich den Boss fight. Ah! So, erledigt. Jetzt kann der Rechner abkacken, ich muss den Boss fight nicht nochmal machen. Was haben wir da? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Klingt nach einem netten Spaziergang. So. Was fehlt dann? Also okay, rostige Reste hätten wir jetzt genug für alles Mögliche. Scharfschützenmunition. Moment mal, wieso habe ich eigentlich die Rohrbomben ausgerüstet. Wir haben ja da das... Achso.
Naja, wir machen das. Moment. Schnellzugriff. Das habe ich bei der letzten Aufnahmesession gemacht, wie es mir dann einmal abgekackt ist und dann nicht mehr zurückgestellt. Nichts. Ich speichere da nochmal drüber. Okay. So. Okay, wir müssen das Fenster raus. Aber wir sehen uns mal da um. Kann ich das aufschießen? Ich habe gerade gespeichert, ich weiß es nicht. Ja, kann ich. Okay. Was soll man mitnehmen? Irgendwas, die Arbeit erledigt und so? Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit den roten Schornstein. Geh durch die Höhle. Aber was ist denn die bestellte Arbeit? Ich kann da sonst nichts aufsammeln. Vielleicht da draußen? Oh Gott, jetzt haben wir sicher wieder diese Werwölfe an der Backe und keine Munition. Und nur ein Heilmittel. Das kann was werden. Was ist denn eigentlich damit? Da fehlt uns die Kurbel. Kann ja nicht verwendet werden. Schade. Ja dann. Was kann denn schon schief gehen? Gespeichert haben wir. So, aber Dimitrescu und ihre Schwestern waren ja nicht die einzigen, die uns begrüßt haben. Es gibt ja noch die Mutter Miranda. Können die beißen? Ich weiß es nicht. Raus aus dem Wasser. Es war ja noch Mutter Miranda, dann... Oh, hört unsere Stimme. Vereint den Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Oh mein Gott. Im Leben wie im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht. Die kennen wir. Ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte. Sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ja, irgendwie schon. Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Ich kenne die Antwort definitiv nicht, aber mir gefällt das Umbrella-Logo, das sich Moment da abzeichnet. Mal. Das kenne ich doch. Aha. Hey, warten Sie! Okay, und da haben wir jetzt Haus Mario, Haus Dimitrescu. Okay, Haus Dimitrescu ist nicht mehr. Haben wir noch Beneviento, Heisenberg. Heisenberg war ja der uns am Anfang umbringen wollte mit seinen blöden Fallen. Und Mario kenne ich jetzt noch gar nicht, aber mit freundlichen Grüßen Ihre Umbrella Corporation. Geflügelter Schlüssel. Aber ich halt gerne noch einen Speicherpunkt hätte. Puh. Ziemlich altarlastig das Ganze. Und ich würde sagen, ich schätze mal, der geflügelte Schlüssel sperrt hier. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bin draußen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.